Willkommen zurück zu Terraria 1.4. Ich hab offscreen. Was war das? Fliegt hier. Was macht dieses Bunny da? Es ist ein Glitch-Bunny. Ein Glitch-Bunny ist. Na gut, egal. Never mind. Ich hab offscreen. Bunny? Hör auf jetzt. Hab offscreen einen Golfplatz gebaut. Er sieht so aus. Hier ist der Start. Das sehen wir dort. Da ist dieses Ding, wo man den Golfball drauf tut. Dann geht es nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ziemlich langweilig am Anfang, aber ich weiß noch nicht, wie Golfen funktioniert. Deswegen ist die Anfangsstrecke einfach. Und hier kann man jetzt entweder nach oben, dann rollt er hier so runter und rollt dann vielleicht da hoch rüber in die Flag. Oder man kann, wenn man richtig krass ist, kann man hier versuchen, durch diese Lücke durchzugolfen. Und wenn man nicht aufpasst, ist hier hinten Pac-Man und isst einem den Golfball weg. So, und genau, Johann ist auch dabei und wir versuchen das jetzt mal zu golfen. Ich weiß nicht, ob man zu zweit golfen kann. Stell mal sonst auf Tag ein. Stell du mal deine Spawnrate auf 0. Habe ich doch. Nein. So. Na, nicht. Stimmt. Kann man die mit dem Golfschläger verkloppen? Na, warte mal. Nee, funktioniert nicht. Doch! Na, gut. Ah nee, das ist dein Vogel, der Damage macht. Na gut. Hast du gerade Waffen parat? Ah ja, ich hab den Rasenmäher. Spawnrate ist 0. Okay. Sehr gut, dann sollten uns die Gegner jetzt nicht stören. Mit dem Rasenmäher kann man übrigens hier den Rasen so glatt machen. Der sieht ja normalerweise so aus wie hier. Und jetzt kann ich da so rüberfahren und dann wird er so glatt. Das ist, ich weiß nicht genau, wofür das gut ist, aber es gehört zum Golfen dazu. Man braucht glatten Rasen zum Golfen. Okay, kannst du mir noch einen Schläger da? Hast du den nicht geresearched? Nee. Och, jo. Was? Ja, ich gebe dir die Sekunde. Also, was braucht man denn zum Golfen? Man braucht zum Golfen, ist ja wohl klar, einen Putter. Aber man braucht auch ein Wedge und ein Iron. Und außerdem, am wichtigsten, ein Driver. Und ein Golfball, das war's. Na gut. So, ich tue jetzt mal meinen Golfball... Aha, hab ihn darauf gelegt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welcher von diesen Schlägern gut ist. Also Putter ist fürs Ende. Wedge, keine Ahnung. Iron, ich fange mit dem Driver an. Driver. Und dann, ich halt mal gedrückt. Aha, jetzt kann ich zielen. Und, oh, cool. Ich schlag mal so da gegen den dritten Laternenmast an die obere Spitze. Da ziele ich hin. Zack. Oh mein Gott. Und? Wo ist er? Oh. So, mit Johann dran. So, Moment. Dann mach du mal, Johann. Ich hab's nicht gesehen, wo er ist. Ja, ist okay. Hau rauf. Aha, mit welchem hast du geschlagen? Mit dem... Oh, Mist. Mit dem Wedge. Ich wollte eigentlich den Driver nehmen. Okay, der Driver war nicht so eine gute Option. Ich bin leider auf der... äußeren Umrandung gelandet. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus überhaupt noch wieder das schaffen kann. Okay. Ich fürchte fast nicht, aber ich probier's mal. Also ich nehme jetzt mal den Wedge, das sah ja viel besser aus. Kann ich jetzt... Ich kann nicht nach unten schlagen. Das ist schlecht. Moment, aber wir haben ja die Whistle. Die was? Warte mal, wie schreibt man das denn? Die Golfflöte. Ah nee, die konnte ich mir nicht kaufen. Ah, ich muss aber von vorne anfangen. Na gut. Oh Mist, das geht hier echt nicht so gut. Also gut, ich tue einen Golfball da drauf und Driver vielleicht einfach geradeaus zu Johann. So. Ich bin gelaufen. Ich hab's geschafft. Das hat keiner gesehen, das war gecheatet. Wo bin ich denn gelandet? Da. Na toll, ich komme nicht an meinen Ball ran, um ihn zu schlagen. Und was passiert jetzt? Ich weiß nicht, wie ich den schlagen soll. Nochmal von vorne. Ja. Ich habe aber auch hier Pech gerade. Achso, Johann ist gerade dran. Okay, ich versuche. Na dann mach mal ein Hole in One. Also es ist offensichtlich noch nicht ganz ausge... Ah ne, ich habe einen Iron, habe ich gerade. Jetzt schlage ich mit dem Wedge. Aha. So. Dann schlage ich jetzt so. Aha. Das sieht doch viel besser aus. Wie holst du denn noch so aus? Bitte?
Wie holst du mit, oder gibt es da diese Kraftanzeige da unten? Ist das ein oder was ist das? Ich vermute mal, ich weiß es nicht. So, jetzt könnte ich mit dem Putter versuchen, oder ich versuche nochmal mit dem Wedge da drüber zu kommen. Ah, ja, sehr gut, Johann. Geh mit deinem Ball weg, der liegt ja genau da, wo meiner jetzt ist. Ja. Tja, dann hau ich mal rauf. Nein, das war zu weit! Okay, von da komme ich auch nie wieder weg, nehme ich an. Okay. So, was macht Johann jetzt? Zack. Oh, nee, das war auch nicht. Also wir sind nicht die Meistergolfer offensichtlich. Komme ich da hoch vielleicht? Ich schlag mal. Ja. So. Aha! Ich bin auf Pac-Man drauf. Wo bist du jetzt, Johann? Versuchst du unten durch? Oder oben rüber? Jetzt versuche ich immer oben rüber zu. Schauen wir mal Johanns nächsten Schlag an. Nee. Es war noch nichts, Johann. Das sieht so, jetzt mit dem Putter. War eigentlich nicht so doll. Nur so vielleicht. Oder vielleicht sogar nur so. Nein! Pac-Mans Nase ist zu lang. Oh, das könnte geklappt haben, Johann. Ja, das könnte es, aber jetzt wird es schwierig, den überhaupt abzuschlagen. Ah, oder doch? Okay. Tada! Mit 5 geschafft. Das sieht gut aus, das kommt noch, der kommt noch. Der ist weg. Ah, witzig, ich kann deinen Ball gar nicht schlagen. Nee, das ist ja für jeden. Okay, schön vorsichtig. Na? Tada! In 9 Schlägen. Wahnsinn. Okay. Das geht noch besser. Einmal noch, komm, wir müssen jetzt noch die 4 unterbieten. Die 4 ist bis jetzt, auch wenn du die bestimmt gecheatet hast. Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich wüsste nicht, wie man das cheaten soll. Also der Driver. Der Driver war ein bisschen doll. Iron war, glaube ich, gar nicht so kacke. Ich versuche mal mit dem Eisen so zu schlagen. Nein, ich habe weggedrückt. Mist. Ich gehe meinen Ball suchen. Okay, hier. Na, was ist jetzt? Was ist bei dir passiert, Johann? Hole in One? Du hast ein Hole in One gemacht. Unglaublich. Ich bin der beste Golf. Das ist ja Wahnsinn. Hast du dir den Schlag gemerkt? Ich habe immerhin 2. Damn. Juhu. Siegestanz. Juhu. Cool. Okay, da müssen wir offensichtlich nochmal ein bisschen heftigere Kurse bauen. Der hier ist ja auch anscheinend super winzig. Wenn man mit dem Driver schlägt, ist der Ball ja sofort sonst wo weg. Hast du mit dem Driver mal geschlagen? Ja, ich habe jetzt ungefähr rausgefunden, wie man das mit dieser Anzeige da unten macht. Also Driver einfach nur straight geradeaus. Was passiert dann? Wow! Was hast du gemacht? Schlag mal mit dem Driver volle Kanne geradeaus. Okay. Aber auf dem Boden lang nur. Ja. Dann geht er ab. Und jetzt guck mal, wo der dann landet. Oh, da oben, hä? Der bounce dann da hoch und dann landet der da oben. Und ich habe extra gedacht, ich baue das mal schön hoch, damit man da nicht aus Versehen raufschlägt. Okay, und was jetzt? Kann man den noch runterboxen? Ich glaube nicht. Ja, nee, geht nicht. Ich schicke ihn mal ins All. Ich habe eine Idee. Wo muss das denn jetzt? So. Also das Loch müsste dann da ungefähr. Ich komme nicht hoch. Ah, von Pac-Man aus müsste es gehen. Das müsste ja dann auch hier im Prinzip sein. So, jetzt kannst du hier reinlochen, Johann. Das wird was. Na gut, dann nehme ich mal den Wellrounder. Ah! Nein! Ich habe den Putter genommen. So. Ja, ist okay, jetzt brauche ich den Putter. Nein! Ich bin viel zu weit gekommen. Ist ja witzig mit dem Loch. Ist der, hier oben ist nicht gemäht. Warte, das ändern wir. Ja, warte, mein Ball ist gerade hier. Ganz klein, ganz bisschen. Mist.
Nein! Nein! Der ist verloren. Da kriege ich den nicht mehr raus. Oh Mann. Das ist ja super lustig, aber witziges Minispiel. Jetzt bin ich gespannt, was man da für Belohnungen rauskriegen kann. So, ich mach mal uns eine Gold. Oh, fast ein Hole in One mit dem Driver. Was machst du uns? Golftruhe. Eine Gold habe ich schon gemacht. Oh, tatsächlich. Muss ich Ah, jetzt mit cool. dem Wedge oder mit dem Putter? Vielleicht so? Ah. Ungefähr? Nein! Aber vielleicht Oh sollten Gott, oh Gott. wir erstmal eine Pause machen, bevor wir dann weiterrollen. Ja, wir machen jetzt gleich eine Pause. So, nochmal in 3. Also offensichtlich ist die Bahn schlagbar. Sie ist noch nicht ganz bugfrei. Man kann irgendwie irgendwo enden, wo man den Ball nicht mehr rausbekommt. Obwohl jetzt, na doch, hier unten noch. Unter diesem Ding kann man noch landen mit dem Ball. Da kommt man dann nicht raus. Das müssen wir vielleicht nochmal ändern. Da habe ich schon, habe ich da eine Idee für? Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja. Und Genau. Pac-Man wird, haben wir auch schon gefüttert, also auch super, super gut. So funktioniert also das Minigolfen. Da machen wir bestimmt nochmal eine andere Strecke und zeigen euch die dann auch. Bestimmt, bin ich mir ganz sicher, das wird lustig. Und ja, dann, was hast du jetzt hier noch gemacht? Du wolltest hier ein Haus bauen oder so? Ja, das ist schon. Das ist nicht tief genug, Johann. Doch, es ist tief genug. Nein, zwischen Underground und Cavern. Was? Wir Ach brauchen das so. kurz vor der Cavern. Ja, ich dachte, es soll eher in der Nähe von unserem, sag mal schnell, also von unserer Basis sein. Sonst können wir da, müssten wir dann immer zum nächsten Pylon hinlaufen von unserer Basis aus. Naja, ob das jetzt in 400 Meter oder in 600 Meter Tiefe ist, ist ja nicht so schlimm. Naja, Da ist fällt gut. man so schnell runter. Nee, ist gut, ist okay. Aber lass mal ein bisschen Pause machen. Vielleicht setze ich das dann nochmal nach unten Ja, fort. wir müssen das Underground-Haus nochmal irgendwann bauen, aber nicht in dieser Folge. Das ist ja. Wir haben jetzt Golf gespielt, das reicht für diese Folge. Ich habe jetzt nochmal eine Markierung gemacht, wo das gut hin könnte, das Underground-Haus. Okay. Und ja, in der nächsten Folge machen wir vermutlich keinen Golf, denke ich mal. Ich glaube, irgendwie Manu war schon ready für irgendeinen Boss und Timo war auch ready für einen Boss. Der hatte auch was gefunden. Da könnten wir uns mal ranwagen. Oder wir bauen das Underground-Haus. Oder. Falls ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, dann schreibt das doch auch einfach mal oder sagt uns Bescheid. Da lässt sich bestimmt auch einiges einrichten. Und ansonsten sehen wir uns hier einfach wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. Ciao.